Frage, Bundesminister. Herr Minister, kann Österreich, das Bundesheer, beim Thema Iran, das jetzt debattiert wird, irgendwas beitragen, irgendwas an geheimdienstlichen Erkenntnissen oder sonstigen Mitwirkungsmöglichkeiten? Nein, derzeit nicht. Wie sieht es sonst aus mit österreichischen Möglichkeiten, im Rahmen der EU was beizutragen? Sie haben wiederholt betont, dass das Bundesheer eigentlich komplett am Ende ist. Kann es sich in der EU überhaupt jetzt noch konstruktiv betätigen? Ja, wir betätigen uns ja bereits konstruktiv im Rahmen der ständigen strukturierten Zusammenarbeit. Da gibt es ja zig Projekte, um die Ressourcen aller gemeinsam zu nutzen. Und dabei haben wir die Führung eines Projektes zur Abwehr atomarer, biologischer und chemischer Bedrohungen. Und wir sind ja auch aktiver Truppenbeisteller und haben sogar in 2 der 4 militärischen Operationen der Europäischen Union die Führung, nämlich in Bosnien, Herzegowina und in Mali. Ist es überhaupt vorstellbar, dass dieses Engagement noch ausgebaut wird? Muss es nicht vielleicht zurückgefahren werden angesichts der knappen budgetären Situation? Na, unter der derzeitigen Ressourcenlage werden wir nicht mehr in der Lage sein, das in diesem Ausmaß aufrechterhalten zu können. Was passiert dann? Ja, dann werden wir wie im Kosovo ganz einfach Schritt für Schritt zurückgehen müssen. Das heißt, warte mal, das brauche ich jetzt mal genauer von Ihnen. Herr Bundesminister, wird es möglich sein, das Engagement des Bundesheeres in dem bisherigen Ausmaß aufrechtzuerhalten? Wenn wir die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung bekommen, dann ja. Derzeit gibt es ein Engagement des Bundesheeres in Kosovo, auch in Bosnien. Wie sieht es damit aus? Muss das zurückgefahren werden? Muss das beendet werden, wenn die Ressourcen nicht zustande kommen? Das stimmt. Wenn die Ressourcenlage bleibt, wie es ist, nämlich dass immer weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, werden wir gezwungen sein, diese Maßnahmen zurückzunehmen. Was passiert dann mit den österreichischen Soldaten, die derzeit im Einsatz sind auf dem Balkan? Das wird eine schrittweise Zurücknahme sein. Da passiert nichts von heute auf morgen. Das erfolgt schrittweise. Kann das noch im Lauf der Amtszeit der provisorisch amtierenden Bundesregierung passieren, dass man Soldaten aus ihren derzeitigen Einsatzräumen abziehen muss? Nein, wir werden die Grundlagenarbeit dafür leisten und das wird definitiv eine Entscheidung der nächsten Regierung sein.